Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial-Video zum großen Workers-Update Version 0.8.9 mit Müll, mit Forschung und vielen anderen Dingen mehr. Wir werden uns in diesem Video um den Großteil der Sachen kümmern, aber von vornherein, wenn ihr euch das Thema Forschung angucken wollt, dann guckt jetzt mal oben links, dort blende ich euch das Video ein. Oder das Thema Müll, das gibt es oben rechts, das blende ich euch auch ein. Das hätte den Umfang dieses Videos hier einfach gesprengt. Deswegen gibt es dort ein separates Video. Wir fangen hier mit an und ich werde das Thema unten in ein paar Kapiteln unterteilen. Und als Anfang möchte ich die ganzen neuen Gebäude vorstellen. Es gibt hier in Workers and Resources so Standardgebäude und mittlerweile auch einige neue. Diese neuen Gebäude sind eigentlich nichts Neues, sondern nur neu im Spiel, denn diese Gebäude wurden übernommen von den Modifikationen, Mods, die integriert worden sind ins Spiel. Und das ist unheimlich cool, deswegen einigen von euch werden diese Gebäude vielleicht bekannt vorkommen, indem ihr sagt, hey, boah, Mensch, Nerd, dies ist ja alles nur das Mod-Gebäude und im Endeffekt habt ihr auch recht. Wir fangen einfach mal hier unten an. Was ich euch jetzt hier vorstelle, ist bei weitem nicht alles. Ich versuche das chronologisch anhand dieser Reihe hier aufzubauen. Wir gehen jetzt aber, ich habe die meisten Gebäude schon aufgebaut, wir gehen das auf der Karte mal durch und werden uns das mal hier im Detail angucken. Und noch dazu gesagt, einige der Gebäude sind gesperrt hinterher durch die Forschung, aber das ist ein anderes Video. Wie gesagt, gibt es ein extra Tutorial-Video zu. Es gibt eine ganze Reihe neuer Gebäude beim Thema Verkehrsinfrastruktur. Ich habe hier nur beispielhaft mal zwei Stück rausgenommen. Es gibt neue Tankstellen, die ihr hier bauen könnt. Da habe ich jetzt tatsächlich keine gebaut. Es gibt neue Bushaltestellen und die sind unheimlich gut mit 600, mit 800 Leuten. Es gibt eine neue Bushaltestelle, die sieht, das habe ich hier hinten mal gebaut, so aus. Es gibt hier vorne die Busendstationen, die sind neu. Das seht ihr hier. Ja, das sind die beiden. Und die Bushaltestelle mit 600, mit 800 und mit noch mehr Leuten. Und die ist ziemlich cool. Mit einer Ausnahme, die hier hat, warum auch immer, keine Durchfahrtsmöglichkeit. Und das, finde ich, ist eine mega, mega, mega Sache. Wie gesagt, ich mache euch mal hier alle Mods aus. Ne? Ihr seht, ihr seid dabei. Anzeigen im Menü, keine Mods. Und ihr seht, die Dinger sind immer noch vorhanden hier. Das heißt, das sind wirklich keine Mod-Gebäude. Und dieses Gebäude hier, das ist das Einzige, wo ich sage, dieses Gebäude hat eine Einfahrt, eine Ausfahrt. Das hat eine Einfahrt, eine Ausfahrt. Und das Ding ist kombiniert. Finde ich, macht irgendwie keinen großen Sinn, gerade weil das das größte Gebäude mit 2000 Leuten ist. Aber sei es drum, finde ich extrem cool. Dann gibt es eine neue Funktion, die nennt sich Alterung von Fahrzeugen und Gebäuden. Erzähle ich hinterher was zu. Und auch das sind einfach mal symbolisch hier gezeigt, die großen und mittleren. Und es gibt das Ganze noch als kleines Gebäude. Dann gibt es eine ganze Reihe neuer Bahnhöfe. Auch da nur symbolisch einmal hier 4, 5 Stück gezeigt. Hier vorne gibt es noch mehr. Ja, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge. Ihr seht hier, es gibt noch mehr. Ihr seht hier, gibt es noch mehr. Es gibt jetzt hier einen Frachtbahnhof mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gleisen und riesengroß. Einen neuen Frachtbahnhof mit 2 Gleisen. Einen mit 4 Gleisen. Mit 4 Gleisen aufgetrennt auf verschiedene. Allerdings für kurze Züge, damit ihr das irgendwo reinbekommt. Und noch viele mehr. Wirklich toll und wirklich notwendig, weil dieser eine Standard-Frachtbahnhof, sag ich euch ganz ehrlich, der ist einfach mit der Zeit aus der Mode gekommen. Dann gibt es passend dazu natürlich nicht nur Frachtbahnhöfe, sondern auch noch die notwendigen Bahnhöfe, dass ihr Schüttgut beladen könnt. Auch hier gezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten. Dann hier, das ist alles zum Schüttgut beladen. Extrem cool. Einmal ganz kurz, einmal das Ganze in lang. Dann hier mit 2 Gleisen. Und auch hier kann ich euch mal zeigen, wo ihr hier alles was anschließen könnt. Hier an der Seite, das sind die entsprechenden Schüttgut-Verladesysteme, wo ihr was anschließen könnt. Ja, wir gucken uns das mal mit der Draufsicht an. So, ne? Hier das Ganze in etwas kleiner mit nur 4 Gleisen, hier in ganz winzig mit
zwei Mini-Gleisanschlüssen. Hier das Ganze mit zwei Gleisen, wo der Zug wirklich drinne verschwindet. Finde ich ultra cool, diese beiden. Auch die Dinger hier finde ich super. Wobei mein persönlicher Favorit sind wirklich die beiden, wo der Zug wirklich reinfährt, verschwindet und das Schüttgut dann hier aufnimmt. Richtig, richtig hübsch. Kannte ich persönlich auch noch nicht, die Mod. Dann gibt es natürlich auch hier noch viel, viel, viel mehr Gebäude. Gucken wir uns auch mal in Ruhe an. Also, neue Lager, die es gibt. Neue Lager sind vor allen Dingen die Staubgutlager, die es in verschiedensten Ausführungen gibt. Auch hier gucken wir mal, dass wir... Wo haben wir es? Staubgut. Einmal hier rauf gehen, dann könnt ihr gleich mal die notwendigen Anschlüsse sehen. Hier vorne, ja. Und das geht jetzt hier vorne mit Gleisanschluss, das Ganze. Super, mega cool. Inklusive Verladung und allem drum und dran, alles mit dabei. Total, total coole Sachen. Wie gesagt, alles Default. Mit 2300 Tonnen, das Ganze nochmal ohne Gleis. Es gibt jetzt verschiedene Größen für die Warenhäuser. Ihr seht hier 200, 400, 700, 1100, 1600. Wirklich toll gemacht. Alles per Default mit dabei. Und wir können einmal ganz kurz in die Warenhäuser nochmal reinschauen. Machen das mal raus. Das Einzige, was mich stört, dass es hier keins gibt mit einem Gleisanschluss. Da gibt es eine extrem coole Mod, verwenden wir im Let's Play. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich stört, dass es hier keinen Gleisanschluss gibt. Dann gibt es natürlich auch neue Kornspeicher. Es gibt ganz tolle Mods mit Kornspeicher. Und auch hier 7000 Tonnen mit 4000 Tonnen. 7000, 4000 Tonnen mit Gleisanschluss. Es gibt jeden Kornspeicher auch mit Gleisanschluss. Es gibt ein 10.000 Tonnen Kornspeicher. Und auch hier gibt es das Ganze mit Gleisanschluss. Und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich tolle Sachen. Wie gesagt, symbolisch 4 Stück gezeigt. Gibt es eine ganze Menge mehr, wenn ihr euch das hier unten anguckt. Wo war es? Da, bei den Kornspeichern. Ihr seht, jeden gibt es auch mit Gleisanschluss und einmal ohne Gleisanschluss. Wirklich, wirklich mega toll. Hier vorne gucken wir uns auch noch ganz kurz nochmal an, wo es hier die entsprechende Industrieverbindung gibt. Auch hier seht ihr, überall sind Industrieverbindungen, alle Herren Länder möglich. Ganz tolle Sache. So, hier unten gibt es noch ein großes Fleischlager. Endlich, endlich, endlich brauchen wir dafür keine Mod mehr. Und nicht mehr nur so ein 70-Tonnen-Ding, sondern wirklich ein großes Teil. Also wirklich toll, dass die Mods integriert wurden. Mega. Dann Schüttgutlager. Die hatte ich ja als Mod auch verwendet. Und kaum verwende ich sie als Mod, gibt sie auch schon als reguläres System. Und das Gute an diesen Dingern ist, die sind schmal. Und haben wirklich in jede Richtung hier einen Anschluss. Überall, wo man es hinbraucht. Mit 1000 Tonnen. Mit 2000 Tonnen. Mit 2500 Tonnen. Und 5000 Tonnen, die ihr jetzt speichern könnt. Und das Ding sieht auch noch ultra cool aus, muss man sagen. Wirklich, wirklich toll. Macht echt Spaß. Also das ist wirklich eine schöne Sache. So, das waren die Lager. Und ich denke, alleine damit gibt es schon eine ganze Möglichkeit, Vanilla hier viele Sachen im Spiel zu machen. Aber auch zu kurz kommen sollen, also nicht zu kurz, zu kurz kommen, sollen natürlich auch die Bürogebäude und die normalen Gebäude. Was ich euch jetzt nicht zeige, sind im Detail alle neuen Häuser, die es gibt. Da gibt es auch eine ganze Menge. Ich scroll mal nur ganz kurz drüber, damit ihr das mal seht. Die habe ich jetzt nicht im Detail hier mit drin. Nur mal gezeigt, es gibt natürlich das alte Krankenhaus immer noch. Dann gibt es auch jeweils eine kleine Version. Es gibt eine normale Feuerwache, die kennt ihr. Eine große Feuerwache und eine Mini-Feuerwache. Dann gibt es nach wie vor ein kleines, das große Polizeirevier und endlich auch ein kleines. Dann gibt es ein großes Gefängnis und auch hier endlich ein kleines Gefängnis. Dann das bekannte große Geheimdienst-Polizeigebäude und auch ein kleines dazu für ein paar kleine Städte. Ein kleines Gerichtsgebäude und ein großes, nach wie vor wie früher. Dann gibt es eine kleine und eine große Parteizentrale. Ganz wichtig, denkt dran, wenn ihr das Forschungsvideo schon gesehen habt, das ist wichtig für die Basisforschung. Das ist
Das ist ganz entscheidend für die Basisforschung hier. Wie gesagt, guckt euch da am besten das Forschungsvideo zu an. Also wirklich mega, mega cool. So, und damit ihr das auch alles vernünftig steuern könnt, habe ich hier einmal eine kleine Stadt gebaut. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Und in dieser Stadt gibt es natürlich Probleme. Und diese Probleme könnt ihr regeln über eine weitere neue Funktion, über die Berater. Diese Berater werden auch hier oben auftauchen. Wir können das mal laufen lassen. Vielleicht poppt hier oben irgendwann mal ein Symbol auf. Dann werdet ihr sehen, diese Berater sind jetzt ebenfalls auch die Leute, die euch hier begrüßen, wenn es Probleme in deiner Stadt gibt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Beratern habt, dann könnt ihr den Beratern die Fragen stellen. Vielleicht kommen in Zukunft noch mehr Funktionen dazu. Auf jeden Fall ist das schon mal eine extrem coole Basis. Ihr könnt zum Beispiel zum schnell vertretenen Sekretär gehen und sagen, warum gibt es überhaupt zwei Währungen? Oder was sollen meine Bürger überhaupt, was wollen die überhaupt? Ja? Und dann erzählt er euch das hier. Ihr könnt auch mich fragen, aber die wissen das in dem Fall auch. Dann gibt es zum Beispiel auch einen kommissarischen Wissenschaftsminister. Wenn ihr mal nicht wisst, in welche Richtung ihr forschen sollt, warum irgendwas hängt, warum ihr irgendwas nicht bauen könnt, dann geht ihr herein und fragt ihn einfach mal, was kann ich denn überhaupt forschen? Was ist denn das überhaupt hier mit dieser Forschung? Und dann seht ihr, ich habe die Forschung jetzt temporär ausgeschaltet, damit ich euch die Gebäude zeigen kann. Dann seht ihr hier, was haben wir zum Beispiel schon erforscht, was müssten wir noch erforschen, warum können wir irgendwas nicht bauen und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel Chief Architect und Planer. Was kann ich denn überhaupt mit den Fußwegen machen? Wozu brauche ich überhaupt Fußwege? Was sind Hochspannungsleitungen? Wie erstelle ich sie? Von wo nach wo baue ich das überhaupt? Wie sieht überhaupt hier so ein Ding mal aus? Kraftwerk, Hochspannung, Unterspannung, Verteilung und dann einen Transformator. Ja? Und diese ganzen Sachen, warum passiert das überhaupt? Und was muss ich da überhaupt machen? Also wenn ihr Fragen habt, guckt euch die Leute wirklich an. Das ist echt Gold wert. Und dann könntet ihr zum Beispiel hier hingehen. Und ich hoffe, ich finde die Dame jetzt. Die Bildungsministerin. Ich weiß gar nicht, ob es der Gesundheitsminister ist. Der Wirtschaftsminister wird es hoffentlich sein. Und dann könnten wir ihn zum Beispiel fragen. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Da! Wie kann man Getreide anbauen? Genau, das könnten wir ihn fragen. Und dann werdet ihr hier hoffentlich irgendwo sehen, dass man ebenfalls mittlerweile ein Getreidefeld auch düngen kann. Das wäre so der Wunsch. Und was dann passiert, das seht ihr hier. Was ist denn das? Achso, das wird jetzt braun. Genau. Und was dann hier passiert, das ist eigentlich ganz einfach. Mittlerweile gibt es ja verschiedene Müllsorten. Das ist, wie gesagt, Content von einem anderen Video, aber aus Müll kann man natürlich auch Dünger herstellen. Ich habe euch das mal hier aufgebaut, die beiden möglichen Düngemittelfabriken. Das ist einmal aus Biomüll und Chemikalien machen wir Dünger. Und es gibt einmal Flüssigdünger. Diese beiden Düngersorten haben einen Unterschied. Das ist tatsächlich nicht das Gleiche. Jetzt gehen wir mal wieder in die Pause. Diese beiden Düngersorten sind tatsächlich nicht das Gleiche. Die Anwendung ist das Gleiche. Das heißt, ihr habt die Fahrzeuge. Ihr schmeißt das hier drauf aufs Feld, ihr düngt das Feld und dann geht der aktuelle Nährstoffgehalt nach oben und erhöht die Anzahl der Pflanzen, die ihr hier rausbekommt. Und jetzt merkt man auch schon, Moment, ich kann also mit Dünger gucken, dass ich mehr Pflanzen rauskriege und muss nicht mehr riesige Gebiete dort bepflanzen, sondern kann vielleicht Dünger draufschütten. Richtig. Und jetzt kommt der einzige Unterschied. Wenn du es mit einem normalen Dünger machst, diesen Biodünger, dann kriegst du das Feld bis auf 170%. Mit dem Liquid-Dünger, also mit dem Flüssigdünger, dem Chemiedünger, kriegst du das auf 250%. Das ist der einzige Unterschied, das heißt 2,5-fach oder 1,7-fache Ernte mit hier 2,5 und hier als Faktor 1,7. Das ist so der einzige Unterschied zwischen den beiden. Ansonsten Anwendung und so ist mehr oder weniger identisch. Also natürlich ist es auch noch ein Unterschied, wo man den Flüssigkeitsdünger speichert. Den kann man so mit so normalen Fahrzeugen hin und her transportieren. Und der, glaube ich, mit einem Kipper oder so, das müsste ich jetzt so selbst nochmal nachgucken. Aber ansonsten ist der Dünger Dünger und solange man auf diese 80% verzichten kann, ist es sogar egal. So, und wenn man jetzt diese Fahrzeuge hin und her schickt, dann wird einem irgendwann auffallen, dass die alt werden.
Und das ist ebenfalls neu in diesem Spiel. Das ist Alterung von Fahrzeugen und Gebäuden. Jetzt lassen wir das mal weiterlaufen und dann versuche ich euch das mal zu zeigen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt und was müsst ihr dafür machen? Also, wir gehen mal in die Pause und für das Altern von Gebäuden müsst ihr eigentlich nicht viel machen. Ihr habt eine Bauindustrie und die kümmert sich drum. That's it. Das ist eigentlich relativ einfach. Die Bauindustrie, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine gebaut habe. Wie dem auch sei, das können wir gleich mal fix nachholen. Es gibt eine Bauindustrie. Wir können das mal fix fangen. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine Bauindustrie gebaut. Und diese Bauindustrie wird sich... Zack. Das bauen wir mal fix auf. Und diese Bauindustrie kümmert sich drum. Es gibt ein neues Overlay. Seht ihr einmal bei den Gebäudeeigenschaften und die Abnutzung. Und dort seht ihr hier die Abnutzung der Gebäude. Und die werden auch wirklich richtig kaputt gehen. Und mit der Bauindustrie könnt ihr dann hier sehen, Sanierung der Gebäude hier unten als Punkt. Auto-Search solltet ihr anmachen und dann fahren die los und werden die Gebäude dann entsprechend hier reparieren. Bei den normalen Gebäuden seht ihr hier die Abnutzung und sobald ihr dort über die 50%-Schwelle kommt, dann seht ihr, dass dort steht, dass ihr eine gewisse Anzahl an Materialien braucht, um das zu reparieren. Die Bauindustrie fährt los und wird das Gebäude reparieren. Das ist eigentlich eine relativ coole Sache und hat einen großen Vorteil im Spiel. Ihr habt nämlich diesen Effekt nicht mehr, dass ihr am Ende des Spiels unheimlich viele Ressourcen habt, weil ihr ja mit allem fertig seid. Nein, ihr müsst die Gebäude nämlich reparieren. Und das finde ich eine richtig geile Sache. Das ist wirklich toll, das ist richtig gut, denn dadurch reduziert sich am Ende der Ressourcenertrag, den ihr habt, deutlich, weil ihr im Prinzip alle Gebäude dauerhaft wieder aufbauen müsst. Und das ist wirklich, wirklich gut. Bei den Fahrzeugen sieht es ähnlich aus. Das ist im Prinzip auch nichts großartig anderes. Ihr habt hier an der linken Seite das Thema Liste und Gebäude. Ja, hier sieht man es übrigens schon. Da ist der Minister, der euch sagt, hey, es fehlt Bauschutt. Haben wir auch gleich mal gesehen. Und hier könnt ihr auf diesen Punkt Abnutzung anzeigen gehen. Einmal draufklicken, klick, und dann seht ihr hier links die Abnutzung und auch da seht ihr, wir haben im Prinzip nicht viel und auch da ist es nichts Kompliziertes. Ihr könnt hier sagen, jetzt zur Reparatur schicken, da würde dann sogar stehen, was ihr dafür braucht, ein paar mechanische Teile, das ist jetzt wirklich nicht die Rede wert, da wird keine Bremse oder so ausgetauscht und bei 50%, ihr könnt das auch generell für alle Fahrzeuge sagen, dass ihr die bei 30% schon reparieren wollt oder erst bei 70%, dann kann es natürlich sein, dass die kaputt gehen. Ihr seht einen Kilometerstand mittlerweile, wie viel die gefahren sind, das Fahrzeugalter und so weiter und so fort. So, und wie läuft das nun mit den Reparieren? Auch das ist erstmal nicht kompliziert. Ich hatte euch das mal gezeigt hier hinten. Ihr könnt diese entsprechenden Gebäude hier aufbauen. Und ihr müsst hier allerdings eine ganze Menge Zeug hinbringen. Stoffe, Elektronik, elektronische Bauteile, Mechanik, Kunststoffe, Stahl, Aluminium, weil hier natürlich alle möglichen Gebäude unterwegs sind und auch alle Fahrzeuge unterwegs sind und ihr hier wirklich ziemlich viel reinbringen müsst. Am Anfang wird es wahrscheinlich eher gekauft werden müssen, das Zeug, und dann zum Schluss wird sich's hier werden die Fahrzeuge und die Leute hier oder diese Bauteile hier selbst produziert werden. Aber ihr braucht ja die ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre das eigentlich nicht, weil die Fahrzeuge dann ja mit der Zeit erst älter werden. So, ansonsten gibt es hier eine maximale Anzahl. Ihr könnt den Arbeitsbereich einstellen. Achtung, auch hier maximal 3000 Kilometer. Das heißt, bei einer großen Republik braucht ihr definitiv mehrere Fahrzeuge. Ihr habt hier bei den Fahrzeugen könnt ihr euch ja auch ein paar LKWs holen und so ein Kram, aber ihr könnt das auch mit einem VZ beliefern lassen. Das ist in dem Fall egal. Und dann fahren die Fahrzeuge hier selbsttätig rein im Büroarbeitsbereich und werden hier repariert. Wie gesagt, ganz wichtig, große Republik, da braucht ihr, wo ist meine Stadt hin? Da hinten, ne? Da braucht ihr definitiv mehrere von diesen Gebäuden. So, und auch hier, ne, das hatte ich euch gezeigt, da würdet ihr dann entsprechend sehen, dieses Fahrzeug muss nicht repariert werden, das ist überhaupt nicht abgenutzt. Da würdet ihr dann sehen, dass die kaputt sind und dass die entsprechend repariert werden müssen. So,
Das ist im Prinzip das Thema Alterung und von Fahrzeugen und Gebäuden. Ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen sollte, habe ich euch noch nicht erzählt. Wenn ihr ein Fahrzeug 30 Jahre benutzt, dann könnt ihr es am Ende ja relativ gut verkaufen. Und dieser Effekt ist jetzt weg. Dadurch, dass das Fahrzeug altert, ist es natürlich dann auch nichts mehr wert. Und dann könnt ihr zwar für ein Apfel und ein Ei verkaufen, es bringt euch aber überhaupt gar nichts mehr. Also, gut überlegen, wenn ihr das anhabt, was ihr am Anfang kauft. Es könnte Probleme bereiten zum Schluss, wenn euch das Geld fehlt. Dann gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, die in diesem Spiel versteckt sind. Ich habe euch mal drei hier rausgenommen und die möchte ich euch gerne mal zeigen. Wie gesagt, es gibt noch unzählige Sachen mehr. Zum Beispiel, dass die Bauzüge jetzt intelligenter sind und wie die anderen nicht einfach dastehen und sagen, ich kann nicht weiterfahren, sondern wirklich umdrehen. Das ist wirklich toll. Es gibt beispielsweise bei der Bevölkerungsstatistik, könnt ihr das Ding jetzt anpinnen und hier mal einfacher drüber gucken. Sehr, sehr coole Sache. Bei den meisten Sachen gibt es jetzt Filter hier oben. Echt gut. Es steht nicht mehr hier 70 verschiedene Sachen, sondern hier steht das Ganze in einer Zeile. Und wenn es nicht fertig wird, dann könnt ihr hier bei den Fahrzeugen zum Beispiel filtern. Ultra cool. Ihr habt hier die Möglichkeit, nach Original- oder Workshop-Items zu filtern. Ihr habt hier den Filter, wo nicht mehr 80.000 verschiedene Sachen stehen, sondern ihr könnt hier wirklich draufklicken, dann steht das hier drin. Und toll, wirklich toll. Bei den Fahrzeugen, da bleiben wir vielleicht mal, ja, bei dem Gebäude hier. Da sehen wir es sogar am besten. Da sehen wir, hier gibt es unheimlich viele. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen vielleicht mal, was weiß ich, einen Kipper haben, dann gehen wir hier auf Kipper. Und dann habt ihr hier die Filter und sagen wir, hey, pass auf, Gesamtkapazität kann ich auch so machen. Ja, dann sehen wir die Sachen hier. Oder wir sagen, ich möchte nach Produktionsstart das Ganze filtern. Oder ich möchte das Produktionsstart in die andere Richtung filtern. Ne? Oder ich möchte, was weiß ich, nach Motor filtern, warum auch immer. Und Gesamtkapazität und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich viele, viele sinnvolle Filter. Auch bei den Mods gibt es jetzt hier nicht mehr diese ultra lange Liste, die bis hier unten ging. Und dann hat man nur zwei Reihen Mods gehabt. Das war so ultra nervig. Wir haben jetzt hier einen Pop-up und können hier sagen, Krankenhäuser, das sind jetzt natürlich nicht viele. Oder wir können zum Beispiel die Puffe Straßenfahrzeuge nehmen oder Wasserbrunnen. Und da sieht man wirklich mal eine große Liste mit diesen Sachen. Die Filter, die es hier gibt, Gold wert, Gold wert, Gold wert, kann ich nur so sagen. Dann gibt es bei den Overlays einige Änderungen. Ihr habt es hier schon gesehen, das sieht alles ein bisschen anders aus. Die Schriftart ist ein bisschen anders geworden. Es gibt hier Punkte zwischen, dass man wirklich mal sieht, was 1000 ist. Und eine der wichtigsten Sachen, wenn jetzt über diese Karte geht, dann verschwinden diese Icons nicht andauernd. Das war so nervig. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel oft spielt. Die werden jetzt einfach nur ausgegraut und kommen wieder. Wirklich cool. Auch da ist eine, wie ich finde, sinnvolle Sache. Ja, und wenn ihr jetzt euch fragt, Mensch Nerd, ich sehe doch den Müll, dann erkläre ihn doch. Dann guckt bitte euch das Müllvideo an. Dort erkläre ich auch, was es mit dem Punkt hier auf sich hat. Es gibt jetzt Sprengstoff in diesem Spiel. Die Häuser müssen ja auch irgendwann gesprengt werden. Wie jetzt Gebäude entfernt werden und so weiter, das erkläre ich euch alles in dem separaten Müllvideo. So. So viel zumindest für den allgemeinen Teil des Spiels. Wie gesagt, es gibt noch unzählige Sachen mehr. Es gibt zum Beispiel, das hatte ich euch jetzt auch gar nicht gezeigt, es gibt zum Beispiel noch neue Rohrleitungen, die ihr bauen könnt. Ja, habe ich hier hingebaut. Neue Sachen, die ihr bauen könnt. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, neue Mittelspannungsschalter zu bauen. Ihr habt die Möglichkeit, Leistungstransformatoren zu bauen. Ihr habt neue. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt endlich mal einen Rohrleitungsanschluss selbst zu bauen ins Ausland hier vorne. Deswegen, ich habe das jetzt extra nicht mit in diese neuen Gebäude reingebracht, weil das irgendwie in diese Kategorie nicht ganz reinfällt. Ihr habt hier die Möglichkeit, neue Hochspannungsschalter zu bauen und. Und das Coolste, wie gesagt, einer der besten Neuerungen, wie ich finde, sind die Möglichkeiten, Auslandsverbindungen selbst zu bauen, nämlich Rohrleitungen und Stromanschlüsse, sodass ihr beispielsweise, wenn ihr einen AKW an der Grenze baut, dort 5 Anschlüsse bauen könnt und nicht das durch die halbe Republik zieht. Mega, mega cool. Wenn ihr noch Neuigkeiten und Kleinigkeiten gefunden habt, die ihr der Community mitteilen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare.
und bewertet und liked auf jeden Fall das Video. Und zum Schluss nochmal eine Sache in eigener Sache. Wenn euch mein Workers-Content gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal dort vorbeischaut und überlegt, eventuell eine Unterstützung dazulassen. Ich würde mich sehr freuen. Damit würdet ihr dem Kanal helfen, in Zukunft weiter so eine coolen Videos machen zu können. Ich danke euch und bis zum nächsten Workers-Tutorial. Euer Strategien. Ciao, ciao.